Tief in der Nacht schlafen viele Menschen und wenn das Wasser um ihr Haus steigt oder der Rauch vom entfernten Brand durch das offene Fenster zieht, entsteht Gefahr für Leib und Leben. Früher konnte die Wittener Feuerwehr Bürger mit ihren Sirenen über solche Ereignisse informieren. Die Menschen wussten, es heult die Sirene, im Radio kommt gleich eine Durchsage. Die Durchsage kommt im Radio, doch viele Menschen bekommen es gar nicht mit, denn nachts ist das Smartphone im Schlafmodus und Benachrichtigungen der Nina-App erreichen sie nicht. Die alten Sirenen wurden nach 1993 aus Kostengründen abgebaut, jetzt werden sie wieder aufgebaut, erläutert Claudia Link von der Feuerwehr Witten. Die Stadt Witten hat sich für diese Form der Bevölkerungswarnung entschieden, weil sie am sinnvollsten ist zu allen anderen Möglichkeiten, die man so hat, wie zum Beispiel mobile Fahrzeuge, die durch einzelne Stadtteile fahren und die Bevölkerung warnen. Da sind die Sirenen am effektivsten. In Witten werden 27 neue Sirenen aufgebaut. Ihr Ton erreicht hauptsächlich die Wohngebiete. Gibt es Bereiche, die nicht abgedeckt werden? Es gibt auch Bereiche, die nicht abgedeckt werden, und zwar da, wo keiner wohnt. Also wo es im Wittenfeld Wald und Wiese ist, wo keine Wohngebäude sind, da haben wir auch keine Sirenen. Also quasi im ländlichen Gebiet wird es weniger geben. Genau. Wenn man nachher feststellt, es fehlt irgendwo welche oder es werden später mal noch Stadtgebiete neu gebaut, errichtet, Häuser gebaut, dann müssten wir da noch aufrüsten. Wie lange dauert denn der Aufbau? Wann sind Sie denn fertig? Wir versuchen Anfang nächsten Jahres. Also Ende des Jahres soll der Großteil stehen, aber so richtig bis alle 27 Standorte bestückt sind, wird Anfang nächsten Jahres sein. Von wo kommt denn das Geld? Das kostet ja 500.000. Wer sponsert das? Ja, also hauptsächlich bleibt es von der Stadt Witten zu tragen. Wir haben aber auch 80.000 Euro für die Sirenen vom Bund bekommen und sind entsprechend damit gefördert worden. Aber der Großteil bleibt bei der Stadt Witten. Wann wird denn die Sirene ausgelöst? Ist das jetzt bei jedem Feuer oder gibt es besondere Situationen? Also es ist nicht geplant, in Witten die Freiwillige Feuerwehr über Sirenen zu alarmieren. Die Sirene kommt zum Einsatz, wenn die Bevölkerung gewarnt werden muss. Und da kann ich mir natürlich einmal ein großes Szenario vorstellen, nämlich dann, wenn zum Beispiel eine große Industriehalle brennt, hatten wir in Witten ja auch vor einigen Jahren mal die letzten, also wenn ich mir an die Pelzer Fabrikhalle denke oder auch unten am Weichenwerk in der Kronenstraße, das waren natürlich Brände, wo eine Menge Brandrauch entwickelt wurde, die dann auch in bewohnte Gebiete zieht, und da kann man natürlich wunderbar die Sirenen auslösen, um dann der Bevölkerung zu sagen, hör mal, du musst wach werden oder du musst mehr aufmerksam sein, da passiert gerade was. Wenn ich die Sirene höre, wie verhalte ich mich dann richtig? Also wichtig ist erstmal, dass ich, die Sirene soll ja erstmal ein Wecksignal sein und ein Signal sein, um aufmerksam zu sein, aber das ist ja nur der erste Schritt. Der zweite Schritt ist ja, ich muss mich jetzt informieren. Informieren kann ich mich, indem ich das Radio schalte, weil wenn die Sirene ausgelöst wird, wird es auch immer eine Radiodurchsage geben. Die kann natürlich im bestehenden Radioprogramm auch nur verzögert kommen. Deswegen gibt es ja dann auch noch für die Smartphones die Nina-Warn-App, die man sich natürlich aktiv dann auch auf das Handy laden muss oder auf das Smartphone laden muss. Und zusätzlich wird es bei der Stadt Witten noch eine zentrale Telefonnummer geben, wo dann auch eine Bandansage läuft, je nach dem Szenario, warum die Sirene ausgelöst worden ist. Wenn sich die Menschen darüber informieren wollen, was ist das überhaupt für ein Signal und wie muss ich mich dann bei dem Signal verhalten? Sie haben einen Flyer vorbereitet. Genau, wir haben einen entsprechenden Informationsflyer für die Bevölkerung erstellt. Der befindet sich gerade im Druck. Wir werden den größtmöglich verteilen. Da steht drin zum einen, wie die Bürger sich zu verhalten haben, wenn sie diese Reden hören, welche Tonarten es gibt, welcher Ton für was gedacht ist. Da steht die zentrale Rufnummer an, wo Herr Lieder gerade von gesprochen hat. Der Hinweis auf die Nina-Warn-App, da stehen Hinweise drin, was der Bürger machen soll, zum Beispiel Fenster schließen, Radio einschalten, Nina-Warn-App, die Social-Media-Hinweise, Facebook und so weiter. Das steht im Flyer in Kurzform drin. Ich rate den Bürgern, wenn sie so einen Flyer haben, sich den gut aufzuheben, weil man den dann auch immer wieder vorholen kann, wenn es soweit ist. Weil es wird nicht ganz so häufig vorkommen, dass die Sirenen losheulen, und von daher, dass man dann die Information zur Hand hat. Also es gibt so ein soziales Netzwerk, Twitter.
Da hört man immer, dass Politiker was geschrieben haben, aber die Feuerwehr Witten schreibt da auch aktuelle Meldungen drauf, habe ich gehört. Ja, das ist richtig. Also wenn wir jetzt im Stadtgebiet unterwegs sind, dann twittern wir und sagen zum Beispiel, in der und der Straße ist der Löschzug der Berufsfeuerwehr jetzt gerade unterwegs, es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen. Und wenn man nun den Twitter-Account der Feuerwehr Witten abonniert hat, dann bekommt man auch diese Nachrichten und kann sich dann auch immer informieren, wenn auf dem Stadtgebiet gerade etwas los ist. Oder wenn die Feuerwehr ist an mir vorbeigefahren, ich habe was gesehen und da hinten staut sich der Verkehr. Aber wenn ich dann aufmerksam die Twitter-App lese, dann kann ich unter Umständen auch schon erkennen, was da gerade los ist. Zumindest eine grobe Information bekomme ich. Und die Kollegen in der Einsatzzentrale twittern diese Nachrichten auch sehr aktuell. Sie haben ja gerade gesagt, so durchkommen. Durchkommen ist ja immer wieder ein großes Problem für die Feuerwehr, weil die Straßen zugeparkt sind und sie haben recht große, breite Fahrzeuge. Genau. Also deswegen gibt es ja auch eine Mindestbreite, die freigehalten werden muss, damit wir durch die Straßen fahren können. Aber leider in zunehmende Verkehr wird es für uns auch immer enger in den Straßen. Und deswegen muss man sich manchmal schon wundern, dass die Leute so blauäugig sind, ihre Fahrzeuge so halb in die Straße zu stellen. Da haben wir natürlich enorme Probleme mit. Verzögert unseren Einsatz und macht auch manchmal schon ärgerlich. Aber die Leute denken halt in dem Moment, wenn sie sich da hinstellen, auch nicht darüber nach. Wenn man den Feuerwehrhintergrund nicht hat, kann ich das sogar zum Stück weit verstehen. Und deswegen ist es, denke ich, wichtig, dass man da auch ein bisschen Aufklärung betreibt und darauf hinweist. Und wenn ich dann beim nächsten Mal mein Fahrzeug abstelle und habe eine relativ enge Straße, dass ich halt mal darüber nachdenke, das könnte ja auch mal ein Rettungswagen oder ein Feuerwehrfahrzeug vorbeifahren müssen.